Im Norden bewegen relativ kleine Maschinen riesige Lasten. Am Flughafen. Man nennen wir auch Panzer, weil der relativ laut ist und so richtig Druck hat. Auf dem Wasser. Gerade wenn man an den Großen ist, mal wirklich die Hebel auf den Tisch legen kann. Und auf der Werft. Man kann das so fast gar nicht in Worte fassen, so ein Fahrzeug zu fahren. Also meines Wissens ist es deutschlandweit das größte Auto. 64 Reifen, 600 PS und eine Traglast, mit der er ein Mehrfamilienhaus transportieren kann. Das ist das Arbeitsgerät von Christoph Hillbrands. Ich habe eine Länge von 19,20 Meter und 90 Tonnen Eigengewicht. Also ich habe einen riesen Respekt vor dem Auto. Und das sollten sich andere hier auf der Werft auch klar sein, wenn dieses Auto entgegenkommt. Wir haben hier 7 Meter Breite vom Fahrzeug. Und PKW ist maximal 2,30 Meter, 2,40 Meter. Da hört es aber auch meist schon auf, dann haben wir schon Größe SUV. Eine Spezialanfertigung für die Transporte von großen Schiffssegmenten auf der Papenburger Meierwerft. So, wir fahren jetzt in Halle 10 rein und holen die Sektion raus. Und zwar von außen, per Fernsteuerung. Dieses Schiffsteil hinter ihm muss er aufladen. Ja, man muss schon ein geschultes Auge dafür haben. Das ist schon nicht ohne. Christoph muss den Schwerpunkt erkennen, damit die Last gleichmäßig auf dem Fahrzeug liegt. Jede der 16 Achsen lässt sich einzeln drehen. Und jede einzelne Achse kann theoretisch einen vollbeladenen LKW anheben. Dieses Schiffsteil, eine sogenannte Sektion, ist noch vergleichsweise leicht am heutigen Tag. Nach dem Bauchgefühl würde ich sagen, die liegt irgendwo bei 70 bis 80 Tonnen. Ich fahre die jetzt ins Außenlager und die bleibt da so lange stehen, bis sie wieder abgerufen wird. Die Schiffe entstehen auf der Papenburger Werft nach dem Blockbauprinzip. Kleine Teile werden zu immer größeren zusammengesetzt. Schließlich ergeben rund 90 Blöcke ein Kreuzfahrtschiff. Und genauso ein Blocktransport steht jetzt als nächstes an. Mit zwei Mann und zwei Fahrzeugen. Ich habe das gerade schon mit der Meisterei abgeklärt, dass wir andersrum reinfahren. Und dann wird der Block auch stabiler draufstehen. Ja, weil hier eigentlich nichts ist, was aufs Auto drauf kann, ne? Genau, ja. Super. Auch in Bremerhaven bewegt heute Kleines ganz Großes. Und sie ist die Chefin, Kapitänin Ruth Kümmel. Ihr Schiff, die Geste, einer der stärksten Hafenschlepper. Ihr Revier, die Weser. Also in Bremerhaven kommt vor allem die Strömung dazu, dass wir hier recht hohe Strömungsgeschwindigkeiten von bis zu 3,5 Knoten haben, wo zum Teil die Bugstrahler von den Schiffen schon ineffektiv werden. Und Schiffe von der Größe, da ist es auch einfach eine Sicherheitsvorschrift, dass die Schlepper nehmen. Ein Schlepper bestellt der Kapitän, wird aber vom Lotsen eventuell auch noch mal anderweitig empfohlen. Ihr erster Job heute? Dieses Containerschiff muss sicher in den Hafen. Das ist die Geste, moin. Die Geste macht die rein bei euch. Hallo, Frau Kümmel, gehört ihr hier? Achter in die Mitte, bitte. Achter in die Mitte, die Geste. Kontakt mit dem Lotsen. Er bestimmt, wo der Schlepper jetzt gebraucht wird. In diesem Fall hinten, am Heck. Doch das Schiff ist zu schnell.
die Rheinborg für die Geste. Geste, Rheinborg. Ja, können Sie mit der Fahrt bitte runtergehen? Ich komme so nicht ran. Jo, machen wir. An einem Tanker ist mir das mal passiert, dass dann die Geschwindigkeit doch zu hoch war. Das habe ich aber, man arbeitet sich langsam ran, das habe ich zum Glück noch rechtzeitig gemerkt. Einmal voll abgedreht und neuer Anlauf, dem Lotsen Bescheid gesagt, dass er doch bitte ein bisschen langsamer fährt. Und dann kann er auch seinen Schlepper haben. Die Rheinborg hat die Geschwindigkeit gedrosselt. Die Aufgabe der 29-Jährigen, weiter Tempo bei dem Containerschiff rausnehmen und Strömung ausgleichen. Geste schwer machen. Das heißt, ich fahre jetzt in die Mitte und hole die Leine langsam tight. Wenn der Schlepper das Schiff fest an der Leine hat, geht es an die Kaie. Heute ist dort ganz schön was los. Ja, die Lücke hier ist jetzt relativ eng, deswegen habe ich den Schlepper auch 90 Grad zur Schleppleine gestellt. Was mit diesen hier geht, weil die direkt unter dem Bock, also der Punkt, wo die Schleppleine durchgeht, noch einen Antrieb sitzen haben. Das macht dann auch immer so ein bisschen Spaß. Insgesamt hat die Geste 3 Motoren und über 7000 PS. Das ist ein 90 Tonnen Rotorschlepper, nennt sich das. Rotor deswegen, weil er 3 Schottel hat und sozusagen rotieren kann. Also ich kann theoretisch in fast jede beliebige Richtung schleppen. Und stopp die Geste. Geste stopp. Und die Geste Lego. Und Lego die Geste. Lego von Let Go, also Leinen los. Und dann geht's gleich ab zum nächsten Job. Eines der größten Schiffe der Welt hat sich angekündigt. Als nächstes haben wir ein 400-Meter-Containerschiff. Der braucht dann auch unsere Leistung. Und der bekommt dann zusätzlich noch 2 weitere Schlepper. Und diesmal soll die Geste vorne festmachen. Da sollte das Containerschiff auf keinen Fall zu schnell fahren. Flughafen Hannover, 5.30 Uhr. Schichtbeginn für Michael Dostal. Auch er bewegt gleich eine große Last. Und dazu viele Menschen. Hier vorne, das ist die 7. Da fahren wir jetzt hin. Die Brücke wird abgefahren. 39 hat der Slot. Also da fahren wir jetzt hin. Sein Fahrzeug? Ein TBL 180, ein Elektroheber. Damit kann Michael Dostal über 170 Tonnen schieben. Jeden Tag, wenn ich zur Arbeit komme, weiß ich, ich muss Verantwortung übernehmen. Und die übernehme ich auch gerne, ohne Angst. Respekt ist das richtige Wort, aber Angst ist verkehrt. Als Pushback-Fahrer schiebt er die Flugzeuge rückwärts auf das Rollfeld. So, jetzt fragt mich der Schlepper, was hast du denn für einen Flieger? Und das ist eine CS-100. Dann gebe ich dementsprechend hier oben am Display die 1 ein, damit der Schlepper weiß, wie hoch er dann hinterher den Flieger heben kann. Weil jeder Flugzeugtyp ist ja ein bisschen anders. So, und jetzt habe ich ihn vorbereitet, er hat sich gespeichert. So, und jetzt als nächstes muss ich rausgehen und den Piloten fragen, ob ich ranfahren dann darf an den Flieger. Das Wichtigste jetzt, das Vorderrad vom Flieger muss frei beweglich sein. Das Vorderrad ist frei. Ab jetzt übernimmt Michael Dostal mit seinem Hubschlepper die Verantwortung für Mensch und Maschine. Schritt 1, ranfahren. Schritt 2, festhalten und anheben. So, jetzt habe ich den Flieger eingeklemmt. Er sagt mir das auch auf dem Display, dass es grün ist. Und jetzt kann ich den Kollegen sagen, dass die Bremsklötze wegnehmen dürfen, weil ich den jetzt sicher habe, den Flieger. Also kann jetzt nichts mehr passieren, er kann nicht mehr wegrollen. Aber irgendwas piept noch.
Bloß was? Das ist eine gute Frage, das hatte ich so auch noch nicht gehabt, aber ich muss mal gucken, ob er was sagt. Ganz einfach, wir haben Blinker an. So einfach ist das manchmal. VK Gate 3 ist fertig zum Pushback. Schritt 3, Freigabe vom Tower einholen. Ja, für Lima 1, Nase Osten, Pushback genehmigt. Genehmigt für die 3, Lima 1, Nase Osten. Grundsätzlich kann die Maschine das alleine, aber wenn sie Umkehrschub machen würde, würde sie mehr Kerosin verbrauchen, dann wäre der Krach zu laut. Und letztendlich ist das ja das, was wir eigentlich vom Flughafen auch nicht wollen, dass wir immer nur Lärm haben, sondern dass wir das umweltfreundlich machen, so umweltfreundlich wie möglich. So, bei dem Wetter ist es natürlich auch mal schwierig, die Linien zu finden, weil Regen und bei Dunkelheit muss man sich immer richtig konzentrieren, damit man dann auch die Linie findet, damit der Flieger dann auch richtig abgestellt ist am Ende. So, Auftrag erledigt. Ab hier kann das Flugzeug aus eigenem Antrieb auf die Startbahn rollen. Tor auf für den Blocktransport auf der Meyer-Werft. Ich fahre mit meiner Scheune, fahre ich jetzt bis zur Stütze weiter runter. Und dann kannst du deine dementsprechend anpassen. Genau. Und dann fahren wir die parallel zueinander. Alles klar. Zusammen mit seinem Kollegen will er mit zwei Schwerlasttransportern einen Stahlkoloss schultern. Noch steuert jeder seinen eigenen Transporter, aber gleich wird Christoph Hilbrands beide übernehmen. Jedes Fahrzeug allein kann 500 Tonnen stemmen und bewegen. Wir haben die Fahrzeuge jetzt parallel zueinander gestellt und geguckt, dass wir die Wände alle schön auf unsere Träger auf dem Fahrzeug haben. Und jetzt geht es gleich ans Koppeln, ans richtige Koppeln. Wir müssen gleich ein Kabel verbinden, sodass wir, einen Datenzufluss haben zu beiden Fahrzeugen und dass sie miteinander synchronisiert sind. Ja? Hast du Hähne hinten schon aufgemacht? Bei mir ja, bei dir nicht. Also erst Daten verbinden, dann Hydraulikhähne öffnen, damit sich die Last auch gleichmäßig verteilen lässt. Ich muss hinten noch in meinen Hahn aufmachen. Genau. Gewicht? 340 mit Travers. 340 ist 300 Euro, 300 Tonnen ungefähr. 320. 320 Tonnen insgesamt. Damit die zwei Transporter hundertprozentig synchron laufen, müssen die beiden noch Christophs Bordcomputer füttern. Machst du das Seitenfenster auf für mich? Ja. Plus 350. Dann sind wir bei 94. Genau. Fahrzeug 2, das ist Slave. A ist D, C ist A, D ist A und B ist D. Passt. Safe. Okay. Die hat er übernommen. Wir können starten. Jetzt geht's los. 320 Tonnen in Bewegung, ferngesteuert in den Händen von Christoph. Man muss sich schon in die Kabine reinversetzen, dass man nach vorne fährt oder nach hinten fährt, zur Seite fährt. Man muss gerade gucken, der Situation angepasst. Sonst ist es nicht möglich, das Fahrzeug zu lenken. Raus aus der Halle und alle 16 Achsen quer. Im Krebsgang übers Werftgelände. Wie viel Platz habe ich noch zu dir? Du hast hier 3 Meter. Wenn wir so bleiben, kommen wir aber durch, das ist kein Problem. Ah, das ist gut, das passt schon. Na dann, Attacke.
Ja, wenn man das Prinzip verstanden hat, dann ist es wie ein großes Spielzeug. Sein Traumjob. Ja, doch. Ich könnte mir nichts Besseres mehr vorstellen. Auftrag ausgeführt. Auf geht's zum nächsten. Jeder Blocktransport ist anders. Und wenn wir einen Block direkt aufs Auto bekommen, das ist doch schon was anderes, als wenn wir eine Plattform fahren. Dann können so viele Sachen passieren, dass man doch sehr, sehr hoch konzentriert ist und dann man doch irgendwann mal Schweiß vom Kopf kriegt. Und der kommende Blocktransport ist noch breiter. Weit draußen vor Bremerhaven kommt den drei Schleppern ihr nächster Auftrag entgegen. Eines der größten Containerschiffe der Welt, rund 400 Meter lang und 60 Meter breit. Die Geste vorne, am Bug. Eine gefährliche Position. Der Moment, wo man sehr dicht an Schiff ranfährt, insbesondere eben, wenn man vorne anspannt und noch relativ hohe Geschwindigkeiten vorherrschen, ist natürlich die Gefahr immer sehr groß, dass man da in Schwierigkeiten kommt. Wenn aus irgendeinem Grund das Schiff mich überholen sollte, dann ist irgendwann der Punkt, wo der Schlepper an der Leine eben einmal rumgezogen wird und würde dann längsseits an den Schiff rumschlagen. Wobei wir vorher noch die Möglichkeit haben, über eine Notauslösung unser Schleppgeschirr loszuwerden. Deshalb muss während des Schleppvorgangs auch die gesamte Crew bei Rotkümmel auf der Brücke sein. An Deck wäre es lebensgefährlich. Der Lotse entscheidet, welcher Schlepper wohin geht, welcher Schlepper welche Aufgabe hat und dirigiert dann von oben aus die einzelnen Schlepper, so wie er die Kraft dann eben braucht. Ohne die Hilfe der kräftigen Schlepper kämen die Ozeanriesen nicht in den Hafen. Was mir Freude an dem Job macht, ist das Manövrieren. Gerade wenn man an den Großen ist, mal wirklich die Hebel auf den Tisch legen kann und spürt, wenn man hier sitzt, merkt man das richtig, wie die Motoren alle arbeiten, wie der Zug auf die Leine kommt. Die beiden nächsten schwierigen Momente, den Containerriesen um 180 Grad drehen und anschließend an die Kaie buxieren. Und die Geste voll rum. Damit. Ja, Peter, wenn du rum bist, dann auch. Und voll mit rum wieder. Bei dem hier reißen jetzt auch drei Schlepper mit voller Kraft dran, damit er einmal gedreht wird. Ab und zu, was voraus noch so ist. Die Drehung geschafft. Nun muss der 400-Meter-Gigant nur noch möglichst sanft parallel an den Liegeplatz. Der Kollege, der achtern in der Mitte fest ist, der steht jetzt klar auf ab. Das heißt, genauso wie ich, jederzeit bereit, das Schiff, wenn es zu schnell auf die Pier zutreibt, von der Pier wieder wegzuziehen oder eben die Drift aufzustoppen. Und der Kollege, der achtern an der Seite festgemacht hat, der ist jetzt dran zum Drücken, um das Heck Richtung Pier drücken zu können. Und so hat der Lotse jetzt genügend Krafteinheiten, um das Schiff kontrolliert an die Pier zu bringen. Bereits seit 5 Jahren ist die 29-jährige Schlepperkapitänin. Wenn man anfängt, guckt man immer ganz extrem auf die Anzeigen. Und später guckt man da, ja, wenn ich jetzt eine lange Drehung macht, dann schaue ich noch mal hin, ob er wirklich da steht, wo ich ihn haben wollte. Ansonsten ist das jetzt rein nach Gefühl fahren. Ja, also wenn ich mich jetzt wie im Moment zum Beispiel quer im Strom halte, da merke ich einfach die winzigen Bewegungen, die der Schlepper macht. Oder sobald er anfängt, sich ein bisschen zu drehen oder so, und dann gleicht man das sofort aus. Und ja, da hilft mir die Anzeige eigentlich gar nichts. Da muss ich einfach reagieren. Und das dauert eine Weile eigentlich, bis man das raus hat. Also jetzt
habe ich sogar fast geschafft, dass er im Gleichgewicht stehen bleibt. Aber der Strom ist unregelmäßig, also bringt er einen irgendwann wieder durcheinander. Flughafen Hannover. Pushback-Fahrer Michael Dostal will das stärkste Kaliber auffahren. Ein 52 Tonnen schwerer Diesel. So, jetzt holen wir hier unseren großen Schlepper, der mit Strom versorgt wird, damit die Batterien immer versorgt sind, damit wir den auch starten können. Kann bis 400 Tonnen schieben, also sprich ein Jumbojet oder Antonov 124, die ich auch schon mal einmal geschoben habe. Ja, nennen wir auch Panzer, weil der relativ laut ist und so richtig Druck hat. Das macht Spaß, ja. Hört auch jeder gleich, wenn man mit dem um die Ecke kommt. Manchmal will man ja auch einen schönen Auftritt haben. Seit 15 Jahren macht er jetzt schon diesen Job. Ja, am liebsten ist natürlich ein großer Flieger, weil man, dann merkt man, dass man was bewegt. Und wenn er natürlich die Triebwerke dann noch anmacht, dann gibt man ein bisschen mehr Gas. Und wir Männer lieben das ja auch mal, Gas zu geben. Anders als der Elektroheber vorhin braucht der Panzer aber noch zusätzliches Equipment. So, jetzt haben wir hier vorne an der Ecke unsere Stangen stehen. Es kommt dann immer darauf an, was für einen Flugzeugtypen wir haben. Und dementsprechend müssen wir die richtige Stange dann dafür nehmen für den Flieger. Diesmal ist es eine Schleppstange für die Airbus 318 bis 321 Familie, die Michael für die nächste Maschine braucht. Ich habe hier bei diesem großen Stangenschlepper auch noch die Möglichkeit, die Einstellung der Räder noch zu verändern. Also jetzt habe ich ja sowas wie Allrad drin, sprich alle vier Räder drehen sich. Also die vorderen drehen sich nach rechts und die hinteren nach links, damit ich einen kleinen Wendekreis habe. Dann kann ich auch noch sowas einstellen wie einen Krebsgang, wo alle vier Räder praktisch nach rechts oder dementsprechend nach links zeigen, wenn da in der Halle irgendwas zu rangieren ist. Und dann habe ich halt die Möglichkeit, wie beim Auto, nur dass die Vorderreifen sich drehen. Oder dementsprechend die Hinterreifen, das kann ich auch noch einstellen. Es kommt dann immer ganz auf die Situation an, wann ich das was brauche. Aber ein kleiner Fahrfehler könnte Menschenleben gefährden oder einen Millionenschaden anrichten. So, das ist der PIN 318 bis 321. Das nennt sich Steering PIN. Das ist einfach nur so ein Metallteil, damit der Pilot oben nicht, währenddessen ich Pushback mache, dass er nicht lenken kann, damit nichts passiert an der Maschine, also dass die Anlage praktisch drucklos ist. Und damit ich dann den Flieger übernehme und dann die Verantwortung für den Flieger habe. Zusammen mit dem Ramp Agent bildet er ein Team. Der Ramp Agent ist per Funkkopfhörer ständig mit dem Piloten verbunden. Während die letzten Passagiere einsteigen, macht der Ramp Agent seinen Kontrollrundgang. Alle Luken müssen geschlossen sein. Nichts darf rumliegen, was den Rollweg stören könnte. Nur wenn auch die Turbinen frei sind, dürfen die Chocks, also die Bremsklötze, weg. Ja, warte, ich glaube, es geht jetzt gleich los. Die Brücke wird abgefahren. Alles klar, wir fahren zu Brücken und die Triebwerke sind beide frei. Also los, aber mit Gefühl.
mit der Stange musst du schon ganz vorsichtig Gas geben, weil sonst gibt es vorne an der Stange so einen Schlag und dann geht das immer aufs Bugrad und das ist natürlich alles gefährlich. Also ganz sensibel, Gasfuß, oben sind ja auch immer noch Passagiere drauf, man muss ja immer drauf aufpassen, man ist ja für die ganze Sache verantwortlich. Das Lösen der Schleppstange ist das eine, aber erst mit dem Ziehen des Steering Pins bekommt der Pilot wieder die Kontrolle über die Lenkung. Das ist so ein bisschen Routine, ja. Aber nichtsdestotrotz muss man ja immer trotzdem die Konzentration hochhalten. Weil wenn was kaputt geht, wird es erstmal richtig teuer. Und wenn natürlich Menschen noch im Spiel sind, dass da was passiert, das ist ganz schlimm. Aber bisher konnte er immer noch alle Flieger unbeschadet zum Start bringen. Zwangspause auf der Werft in Papenburg. Ich habe hier ein Fahrzeug, was den ganzen Blocktransport auch ein bisschen behindert. Der parkt genau vor Halle 4. Ich kann den nicht erreichen. Der weiße Wagen muss weg. Vorher kann der größte Transport des Tages nicht losgehen. Chef, hey, hat ist eine neue. Gestern. Das wird sehr, sehr teuer für deine Firma. Du behinderst hier einen Blocktransport. Ja, aber hier ist ein Riesentor, da könnt ihr euer Auto nicht vorstellen. Das müsst ihr anders klären. Da kannst du machen, ja. Kann ja. Tob dich da aus. Mitten auf der Straße. So. Action. Wieder steuert Christoph beide Fahrzeuge. Aber diesmal muss die blaue Arbeitsplattform mit. Kannst du noch weiter zu mir rüber? Ich habe hier noch einen guten Meter, anderthalb Meter. Das bedeutet noch weniger Platz zu den Seiten. Wie sieht's bei dir aus? Alles gut, kannst du durch. Mit diesem Transport machen sie die Verkehrswege auf der Meierwerft dicht. Ich bin gerade in der Konzentrationslevel, ich glaube höchste Klasse. Ich liege ungefähr 30 cm von der Halle weg. Die Schiffsteile mit den Balkonen müssen einmal über das Werftgelände. Zwei Schwerlasttransporter schultern 200 Tonnen Last und ein Mann die Verantwortung. Fast so, als wenn man Marathon läuft, ne? Ja, also ist schon die Konzentration, das ist schon heftig. Das ist, man muss schon belastbar sein in der Sache, ne? Das ist nicht so, dass man das einfach jeden Tag macht. Man ist auch froh, dass man Wochenende hat, weil irgendwann muss man abschalten. Bis zu seiner nächsten Schicht, wenn er und seine kräftige Maschine wieder Großes bewegen. Thank you.